weniger Gewinn. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW hat heute in Frankfurt ihre Bilanz des Geschäftsjahres 2013 vorgestellt. Der Gewinn der staatlichen Förderbank hat sich im vergangenen Jahr fast halbiert. So konnte 2013 nur noch ein Gewinn von knapp 1,3 Milliarden statt 2,4 Milliarden wie im Jahr zuvor verbucht werden. Die KfW zeigt sich trotzdem zufrieden mit dem Ergebnis. Das wussten wir aufgrund der Reihe von außerordentlichen Faktoren, die das Jahr 2012 mit sich gebracht hat. Wir liegen aber oberhalb des nachhaltigen Ergebnisses, was wir im Rahmen der langfristigen Planung der KfW erwarten, von 1 bis 1,2 Milliarden Euro. Und wenn wir uns die einmalige Substitution von Mitteln aus dem EKF, dem Energie- und Klimafonds der Bundesregierung, in Höhe von 264 Millionen Euro angucken und dies korrigieren bzw. bereinigen, ursprünglich waren ca. 300 Millionen Euro geplant, dann ist das bereinigte Ergebnis mit über 1,5 Milliarden Euro noch immer sehr zufriedenstellend für die KfW und ihre Anteilseigner. Die hohen Überschüsse der Vergangenheit waren unter anderem dem günstigen Zinsumfeld geschuldet. Ulrich Schröder, Vorstandsvorsitzender der KfW, betonte, dass dies nun ein Jahr der Normalisierung sei. Auch für 2014 sei man positiv gestimmt. Ganz stark im Mittelpunkt wird das ganze Thema Energiewende stehen. Ich glaube, dass wir hier eine Reihe von Möglichkeiten haben, unsere Kompetenzen im Bereich der Energieeffizienz und erneuerbaren Energien einzubringen. Bereits im Jahr 2013 standen der Klima- und Umweltschutz im Zentrum der Förderleistung. Insgesamt erteilte die Bank Förderzusagen in Höhe von rund 72,5 Milliarden Euro.